Dankeschön. Gehen wir hier ein bisschen näher ran. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich nach hinten fliege. Huch. So, und du kriegst dein Fleisch. Da. Dankeschön. Glockenspiel. Und dann wären wir hier auch schon fertig. Ich hoffe mal, dass ich hier irgendwie nirgendwo einen Geheimgang verpasst habe. Aber ich bin eigentlich noch von meinem Gewissen her irgendwie noch ganz gut dabei. Fuck. Oh. Es wäre lustig, wenn man die damit kaputt machen könnte, die Pheromites. Auch keine Fledermäuse. Nun. Vielleicht gibt es die auch noch in der PlayStation 3 Fassung. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon hier im letzten. Im letzten Türchen. Und das könnte sogar mit der Stunde ganz gut hinkommen. Okay, das ist ein längeres, glaube ich. Ah, dann muss ich erstmal hier hinlocken. Du gehörst mir. Nice. Okay, das war schon hier unten. Kann man, glaube ich, nicht drunter. Nee, dann machen wir dich kaputt. So, was steht da oben? Gehe. Langsam. Voran. Echt jetzt? Ach, das Fledermäuschen wieder, ne? Was war das? Okay, ich muss da näher. Okay, Steine. Ach genau, da hinten ist eine Mine. Da war was. So, Steinschloss, Glockenspiel und dann nur noch zurück zur Tür. Pheromonia ist halt schon ein bisschen einfacher als Gravenia. Vor allem mit Quick-Save-Funktion. Nicht so... Oh Gott. Wunderschön. Hier kommen, glaube ich, die Fledermäuse raus. Und? Ja. Ah, ich weiß doch alles. Gut. Und dann wären wir schon beim Pheromonischen Nester. Schon bald erkannte Abe die Macht der Pasteten. Sie kam wirklich wie gebeten. Man kann sich das Ganze hier im Hintergrund mal angucken, wie das alles verläuft, aber das ist halt wie beim alten Teil und ich mach das einfach. Suche aus der Ferne. Das wäre halt, wenn man hier in den Brunnen reinspringt, aber wir sind halt so Pro und machen das halt direkt, ne? Ich werde jetzt wahrscheinlich sehr oft hier sterben. Aber ich probiere einfach mal, ne? Halt genügend Zeit. Nur ein Quick Save hier, ne? Mein Handy hat vibriert.
Ah, hier kann man sich Zeit lassen. Ein Fleisch. Quadrat. Das hätte man auch anders lösen können. Ich glaube, das geht sogar. Okay. Hey, ich habe doch da Fleisch hingeschmissen. Das war, glaube ich, nicht so gut. Ja. Oh, wie mache ich das denn jetzt? Mein Handy, das ist ganz schlimm. Ich habe mich verquicksaved ein bisschen. Ach, komm schon! Willst du da mal reingehen? Ihr habt wahrscheinlich gehört, wie ich gerade die Tasse zu gut ballert habe. Die Paldomites würden bald sein Fleisch verbrennen, wäre es zu spät, um wegzurennen. Ah, Dennis hat mir geschrieben. Oh, Gott. Oh. Auf jeden Fall, hier gibt es jetzt auch nichts mehr. Gibt es echt nur einen Geheimgang? Aber es waren halt genügend. Mudaken drin, ne? Das ist halt hier so ein Teil, was es nicht gab. Im Original. So dieser Weg nach oben. Dann sieht man dann hier so schön mit der Paramite-Statue da oben drauf und so. Ja. Ihr könnt euch jetzt mal hier die Sequenz angucken in der Zeit. Guck ich mal, was da denn das mir geschrieben hat. The Big Face said I'd learn much through my quest. Dangers await. I would need its full power to complete my fate. Und damit hätten wir die erste Narbe. Und die Tür geht zu, einfach so. Ich mag das allgemein, wie das hier aussieht, irgendwie. Man sieht halt so, dass wir in diesem Holzbau-Ding drin sind, wo wir halt am Anfang reingegangen sind. Und halt nach oben und so. Und dann hier unten diese anderen Mudaken, die das so quasi beschützen. Sieht schon cool aus. Abe kehrte endlich zurück nach langen Darben. Seine rechte Hand trägt die Paramite-Narben. Es ist zwar nur eine, aber okay. So, und hier steht, du wirst zurückkommen oder sowas. Du wirst zurückkehren. Da hat das nicht gelogen. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zu Scribania. Und da habe ich mir an einer Stelle vom Spiel, ich muss mal gucken, ob ich das nochmal hinkriege. Weil dann kann ich mir einen vernünftigen Screenshot mal davon machen. Also was heißt Screenshot? Ich nehme das hier auf und dann passt das. Achso, ich muss erst wieder an. So. Man sieht jetzt hier übrigens. Wenn wir hier vorstehen, dann leuchtet so die Paramite da oben. Das Paramite, die Paramite. Und hier ist halt so ein Heini, der da am Meditieren ist. Ja, wir springen mal hier rein und dann seht ihr mal, was da auf uns zukommt. I witness Scribania. Desolate and bare. Boneyards of scrabs that used to roam there. Now they're cut, ground, and mashed into little cakes. Go get 'em! Critters destroyed for profit's sake. Lebende Wesen zu töten hat Profit gebracht. Mhm.
Oh, sieht so toll aus mit den lilanen Wolken. Das ist so geil. Also ich finde Scribania schon einiges geiler als Paromonia. Wobei mir die Pyromites besser gefallen als die Scraps. Und das sieht hier so warm aus, ne? So richtig heiß. Aber dann halt mit diesen Wolken und so. Oh. Man sieht da schon im Hintergrund, da sieht man schon direkt das Nest der Scraps. Diesen komischen Steinzylinder da. Ja, auf jeden Fall, hier machen wir demnächst dann weiter. Ich denke mal, dass ich... Ne, morgen habe ich lange Schule, am Dienstag werde ich es dann nochmal aufnehmen. Und dann noch wieder was länger, weil jetzt muss ich ja kein Assassin's Creed mehr spielen. also muss, ne? Ja, ihr wisst, was ich meine. Gut, dann hoffe ich mal, dass euch Paromonia heute gefallen hat. Scribania wird, denke ich mal, ein bisschen was länger dauern. Ja, und ja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss! Also hier, ne? Paromonia, wir haben übrigens 100%. Wollte ich nur noch mal sagen, ne? Tschüss!